Ich versuche heute die schwierigste Lavastrecke in BeamNG heile nach unten zu kommen. Und ob es mir gelingen wird, Leute, guckt dafür das Video unbedingt bis zum Ende. Ich versuche hier wirklich heile runterzukommen. Das hier ist Parcours 1 von 3, Leute. Schwierigkeit Nummer easy, also für Beginner. Und hier ist auch schon Lava unterwegs. Deswegen hoffe ich mal, dass wir es easy schaffen, hier runterzukommen. Ich denke mal, mit diesem Auto wird es kein Problem sein. Wir müssen auf jeden Fall jedes Mal, wenn wir unser Auto crashen, ein neues Auto auswählen. Deswegen hoffen wir mal, dass wir hier easy direkt First Try schaffen. Vergesst, wie ich eben gesagt habe, nicht ein Like und ein Abo da zu lassen für mehr solcher BeamNG Challenges. Oh, 210 km/h auf jeden Fall am Start. Oh, das könnte gefährlich sein, wollte ich gerade sagen. Da hinten seht ihr auch schon, Leute, ist das die Lava da hinten? Okay, es geht weiter. Überdrehungsrisiko ist schon unten links gerade. Ja, der Motor ist schrott. Oh Gott, da an den Löchern nochmal vorbei. Was haben wir hier? Oh Gott, ist da hinten schon die Ziellinie? Es kann sein, dass wir... Hier ist die Lava. Ja, das war der allererste Lavasprung, Leute. Und den haben wir easy gemeistert. Kommt noch ein Lavasprung? Oh nein. Das leuchtet da hinten schon so komisch. Das leuchtet da... Oh Gott, der Motor ist, glaube ich, Schrott. Okay, es kann... Ich glaub's nicht. Oh nein. Oh nein. Was ist denn jetzt los? Bitte noch durchziehen, 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 durchziehen. Oh mein Gott, Leute, wir schaffen es direkt First Try mit dem allerersten Auto durch das Ziel hier durch ins Stadion rein. Damit seht ihr mal Beginner-Tutorial bzw. Beginner-Parcours hier Nummer 1 haben wir schon mal easy geschafft. Nachdem wir Nummer 1 easy geschafft haben, geht es weiter bei Lava-Parcours Nummer 2. Und ich bin gespannt, ob wir es diesmal wirklich schaffen werden, Leute. Schreibt mal in die Kommentare, Hashtag ja oder Hashtag nein, ob wir es schaffen werden heute. Da unten seht ihr schon die Lava. Ich glaube, man muss nur schnell genug sein. Ja. Oh Gott, ich sag euch, ich schaff's über die Lava rüber zu springen, Leute. Ihr seht, es ist auf jeden Fall schon direkt schwieriger, ne? Direkt viel, viel mehr Hindernisse. Hier ist so eine kleine Schrampe jetzt. Und Sprung. Boah, easy über die Lava rüber. Und weiter geht die Reise. Okay, alles gut. Oh, was war denn das halt? Gerade noch einmal so ein Schlag auf einmal aus dem Nichts. Jetzt ist hier so eine Brücke. Oh, ich konnte mich nicht entscheiden, ob ich die Brücke nehmen soll oder nicht. Aber ich sehe auch gerade da unten am Ende der Brücke. Da entscheidet sich einfach, ob man nochmal über Lava rüber soll. Oh mein Gott. Okay, was ist das Rote hier? Ah, guck mal, das ist doch irgend so ein Weg, ne? Irgendwie so ein Speedbumps. Ah. Wir drücken auf Random Vehicle. Und ich bin gespannt, ob wir diesmal vielleicht ein Auto bekommen, welches da leichter ist. Ja, genau davon rede ich, denn es gibt nämlich diesen Geländewagen. Und der, zeige ich euch jetzt mal, der kann nämlich einfach über so Rampen rüberspringen, ohne Probleme. Der steckt sowas einfach easy weg, Leute. Gar nichts los. Ja, ruhig, ruhig, ruhig. Machen wir mal hier den Röhren... Oh mein Gott, das Auto ist ja komplett deformiert. Naja, Auto ist Schrott, Leute. Ich muss ein neues auswählen. Ich wollte euch eigentlich mal zeigen, wie cool das ist. Aber wir kriegen ja eventuell bestimmt nachher nochmal so eins. Jetzt haben wir auf jeden Fall das hier gerade bekommen. Und mal gucken, ob das eventuell besser ist. So, das lässt sich auf jeden Fall schon mal viel leichter schlenken. Oh Gott, das schleudert hier gerade rum. Aber es schleudert sogar schon rum. Oh Gott. Und ruhig, und ruhig, und ruhig, und ruhig. Au, au. Okay, durch die Röhre fahre ich nie wieder, Leute. Durch die Wasserrutsche. Die bringt ja mal gar nichts. Doch, die bringt was. Guck mal hier. Ich rutsche weiter auf die Lava zu, aber bin viel zu langsam. Na ganz toll. Random Week, Leute. Das habe ich bekommen. Und zwar so ein Oldschool-Auto. Okay, 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 okay. Ein bisschen wie der blaue eben. Mal gucken, ob der diesmal krasser am Start ist und ob der vor allem auch länger überlebt. Weil ich glaube, dass wir es schaffen könnten. Ja, mit dem Auto können wir es eigentlich schaffen. Und dann haben wir einfach auch schon den Medium-Track ready, ne? Alter, dann wären wir anders krass unterwegs. Mal gucken, ne? Wir wollen ja nicht den... Tag vom Ende loben, oder wie das heißt. Oh Gott, und Sprung! Yo! Oh Gott. Okay, der Motor. Ja, der Motor hat auf jeden Fall ein bisschen Faxen gemacht, aber noch ist alles gut, glaube ich. Jetzt nehme ich diesmal nicht die Brücke. Gleich kann ich mal die Brücke nehmen. So. Jetzt kommen hier die Speedbumps. Da kann man ja ein bisschen ausweichen. Oh. Dann links, dann links, dann links, dann links, dann links, dann links, dann links. Oh, gut, dann nehmen wir die Speedbumps mit. So, aber alles gut. Überleben wir. Oh, nee, ne? Was ist das denn? Das ist aus dem Loch und aus dem Nichts. Oh, oh, verdammte Axt. Rüber. Oh Gott, Leute, das Auto ist so am Wackeln, ne? Alter, da hat er gefühlt gar keine Chance. Und jetzt. Rüberspringen, rüberspringen, rüberspringen. Oh, yo. Oh, nein. In die Lava rein, verdammt. Random Week, Leute. Ich glaub's, da mussten wir dann glauben, ey. Okay, okay. Also, ich sag euch, aber mit genug Speed könnte man das schaffen. Ich glaube, ich werde jetzt mal versuchen, über diese Brücke rüber zu fahren. Ich glaube, das könnte funktionieren. Also, guck mal, ich sag mal ganz ehrlich, hier dieses kleine Lavaloch, gar kein Problem für uns. Das ist wirklich hardcore easy, darüber zu springen. Oh Gott, was ist denn da für Tunneln? Sicher jetzt erst. Und Sprung. So, easy. Weiter geht's. Ja, Ölwannenleck. Oh Gott, wir verlieren Öl. Das ist nie gut für den Motor. So, oh Gott. Wow, sag mir bitte einer nächstes Mal, dass da ein Sprung ist, den man machen muss. Okay, die Brücke ist ja 10-mal schwer. Oh, 10-mal schwieriger. Oh Gott, als die normale Straße. Guck mal, hier fallen wir auch wieder runter. Okay, 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 okay. Das Auto ist Schrott, haben wir nicht geschafft. Aber...
Ich glaube, Leute, wir werden es auf jeden Fall schaffen mit diesem Auto, was wir jetzt kriegen. Und zwar dieses hier. Naja. Ob wir es damit schaffen, Leute, das wage ich ganz stark zu bezweifeln. Aber ich habe irgendwie auch ein gutes Gefühl. Deswegen, mal gucken. Eigentlich können wir es packen. Also, schön Fullspeed auf die Turbohupe drücken. Und man muss halt direkt den ersten Sprung schon schaffen, ne? Oh Gott. Oh Gott, ich bin hardcore schnell, sehe ich gerade. 230. Sprung! Yo! Über die Lava rüber. Guckt euch an, wie cool das einfach aussieht, ne? Alter. Und weiter geht's. Oh mein Gott. Oh mein Gott, war das knapp. Okay, aber Auto noch einigermaßen gut im Start. Über die Brücke, komm. Ich habe gesagt, wir fahren über die Brücke, dann fahren wir über die Brücke. Oh Gott. Fullspeed, ja, hier rüber schon mal der erste, gar kein Problem. Und der nächste, auch kein Problem. Au! Verdammt, Axt. Okay, das hat wehgetan. Die Brücke ist doch schwieriger, als ich dachte, Alter. Es kann nicht sein, dass ich diesen Anfänger-Parcours da hinten als allererstes schaffe. First try und dann hier beim Medium-Ding schon festhängen. Oh Gott, Leute, aber ich glaube, mit diesem ultralang Chevrolet kann man das schaffen. So, man muss nur genug Speed aufbauen, ne? Genug kmh aufbauen. So, 230. Schaffen wir 250? Ja, 247 war, glaube ich, das Höchste, was ging. Aber, Alter, ich meine, der fährt 247 kmh. Und der lässt sich einfach noch so gut handeln. Stabiles Auto, muss ich sagen. Sprung. Oh, das ist gefährlich. Oh, das ist gefährlich, habe ich gesagt. Bitte. Nein. Nein, verdammt. Ich dachte, wir kriegen uns eventuell gefangen. Vielleicht ist hier auch der Geheimtipp ein richtig, richtig schnelles Auto. Also ein Ferrari oder so. Ja, von sowas rede ich eigentlich. So ein BMW, ja, der könnte. Also ist jetzt kein BMW, aber sieht ein bisschen so aus wie einer. Der könnte es schaffen, ne? Oh Gott, also ich glaube, der fährt über 250, oder? Das kommt das schnellste aus, was wir bisher hatten. 240, 250, 260, 270. Stand da kurz. Und Sprung. Okay, alles. Nein, 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 noch ist alles gut, noch ist alles gut. Oh mein Gott, wie habe ich mich denn da gerettet gerade? Und jetzt über die Brücke. Oh, 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 nein, Mann, Alter, noch nicht auf dem Dach, sag mal. Und au, Leute, einfach durch die Motorhaube aufgespießt. Ey, das ist jetzt ein Witz, oder? Jetzt kriege ich hier so einen kleinen, aber der ist getuned, Leute. Oh Gott. Ich sag euch, der Motor brennt hier noch locker. Ich sag euch, guck mal, wir sind bei 60 km/h. Ich sag, der Motor brennt bei 100 km/h durch. Ja, aber vielleicht hab ich auch ein gutes Gefühl mit dem, weiß ich nicht. Der ist halt so klein und gewendig, der fällt halt nicht so auf. Überdrehungsrisiko, 120 km/h. Hab ich doch gesagt, okay. Oh Gott, Motor ist schon Schrott, aber ist nicht schlimm. Und damit ist der Motor jetzt gerade durchgebrannt. Und schaffen wir den Sprung hier rüber. Oh, oh mein Gott, das war ganz, ganz knapp. Aber wir schaffen's. Ich kann kein Gas mehr geben, ich kann mich nur noch rollen lassen, Leute. Das bedeutet, ich kann sozusagen auch die Hände einfach wegnehmen vom Controller. Oh Gott. Oh Gott, wir brauchen ein bisschen mehr Anschwung, ne? 100 km/h. Oh, baut er sich jetzt auf. 100 km/h. Ja, 107, 110, 115. Er baut sich wieder auf. 130. 140. Stark, 150. Oh mein Gott. Könnte, es wäre machbar. Oh, das Loch vergessen. Ah, nee, ne? Doch nicht machbar mit dem Loch da. Aua, okay. Ich dachte, eventuell schafft man es, aber ich glaube, selbst spätestens unten bei der Lava, da musst du halt safe mit 200 rüber, sonst schaffst du es nicht. Ich probiere es mal mit diesem lustig aussehenden Polizeiauto von ganz, ganz früher. Beziehungsweise 112 steht drauf, also Feuerwehr. Und mal gucken, ob es damit funktioniert. Oh Gott. Ey, der hat aber Tempo. Der alte Käfer hat Tempo, Leute. Herbie! Kennt ihr den noch? Oh Gott. Überdrehungsrisiko, ja. Schneller darf ich nicht fahren, sonst dreht der Motor wieder durch. Und ich drücke einfach volle Kanone drauf. Oh Gott, ein Motormoment überdreht. Oh Gott. Nein, zur Seite. Oh mein Gott, war das knapp. Nein. Verdammte Axt, Leute, da haben wir schon... Oh Gott, da haben wir schon einfach... Wurden wir gerade schon getroffen und das Auto... Ja, kommt zum Stehen, Leute. Guck mal, kann man eh nicht mehr mitfahren. Yo, mit diesem Offroad-Beast. Guck mal, der macht sogar fast einen Hochstarter. Schaffen wir es jetzt, Leute. Pass auf. Der hat auf jeden Fall gut Drehmoment, glaube ich. Also der kann nochmal 200 fahren, ohne dass direkt der Motor übersteuert und der Motor direkt durchbrennt. Oh Gott, 180. Der ist auf Race getuned, glaube ich. Das ist die Race-Variante. 250. Alter, ist der schnell. Und Sprung. Easy, das war schon mal gar kein Problem. Jetzt die Brücke. Oh mein Gott, das Loch war auch gar kein Problem. Wie ein Papierflieger fliege ich hier lang. Und Sprung. Kein Problem, kein Problem, kein Problem. Kein Problem. Oh mein Gott. Oh mein Gott, der hat die Brücke gemeistert wie keiner bisher. Das ist nur... Nein, die Antriebsfälle. Und die Stange, die unten drunter ist. Nein.
nein, wenn die kaputt ist, kann man kein Gas mehr geben und die ist gebrochen, die fehlt einfach. Verdammt, Leute, Mann. Mal gucken, was hier als nächstes Auto kommt. Oh Gott. Oh mein Gott, was ist das? Alter, der ist krass getuned. Okay, komm. Alter, okay, der hat auf jeden Fall keine krasse Federung. Also der wird nicht so wie Papierflieger fliegen, fahren. Aber der hat dafür richtig viel Speed. Und wir brauchen Speed. Und zwar richtig. 320? Habe ich da richtig geguckt gerade? Oh Gott, das ist ein Ticken. Zu schnell, oder? Oh mein Gott, Leute, ich kann den, der lenkt volle Kanone nach links. Ich kann den gar nicht mehr steuern. Ruhig, mach ruhig, mach ruhig. Der schlägt sich krass gut auf der Brücke gerade. Nein, au, was macht der denn? Auf einmal rutscht er so rüber. Nein, aua, aua, aua. Und das war's auch mit diesem Auto. Boah, ich hatte so ein gutes Gefühl mit dem, ne, weil der so schnell war, aber er war leider zu schnell, Leute. Mit was denn hier belohnt, sag mal? Jetzt kommt hier so eine Corvette, jetzt kommt hier gerade ein schnelles Auto nach, nach dem anderen. Okay, komm. 100? Ich meine, ist ein Oldtimer, so viel Motorleistung kann er nicht haben. 170? 200? Schafft er 300, Leute? Was glaubt ihr? 250? Jo, 300? Hat er gerade 300 gezeigt? 290 war das höchste, was ich gesehen habe. Ölwanne ist schon Schrott. Aber kein Problem, Ölwanne ist Schrott. Ich will Kompott essen. Oh Gott, jetzt weiter hier. Jetzt weiter hier. Jetzt weiter hier. 330! Ich hab's nicht gesehen, Alter. Ich habe dieses blöde Schlagloch nicht gesehen. 330? Wir rutschen immer weiter. Oh, komm ich hier rüber? Warte, bitte. Nein. Au, und verbrannt. Guckt euch dieses coole Auto an, Leute. Einfach so laufen im Auto und damit schaffe ich es jetzt. Versprochen. Oh Gott. Versprochen darf nicht gebrochen. Oh Gott, komm schon. Also ich meine, ich könnte mir vorstellen, wenn ich jetzt damit aufs Schlagloch treffe, unten, Überdrehungsrisiko jetzt schon. Na gut, müssen wir in Kauf nehmen, Leute. Fullspeed, so schnell es geht. Und mit 180 rüber war knapp, war knapp. Ja. Jetzt nochmal Speed geben, nochmal Dampf geben. Ja. Ich meine, damit könnten wir eigentlich rechts über die Speedbumps rüber und der würde nicht so auffallen, ne? Oh Gott, Leute, ich glaube, das könnten wir jetzt schaffen mit dem. Speed. 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 Fullspeed, komm schon. Ja, Speedbumps ist für das Auto auf jeden Fall gar kein Problem. Da ist das Schlagloch, ein bisschen aufpassen. Da ist auch eine Rampe. Oh Gott, hier schnell rüber. Ja, auch kein Problem. Oh mein Gott, auf die Speedbumps. Weiter, 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 weiter. Leute, wir sind nicht am Ende. Weiter, weiter, weiter. 140. Oh Gott, wir verlieren an Geschwindigkeit. Wir verlieren übelst an Geschwindigkeit. 120. Nein, kann doch nicht sein, sag mal. Guckt euch dieses krasse Auto an, was ich gezogen habe. Ich glaube, das ist das krasseste Auto im Spiel. Das schnellste, beziehungsweise, ne? Ich glaube, ja. Mal gucken, berichte mich bitte in den Kommentaren, wenn ich falsch liege. Aber es hat auf jeden Fall keine krasse Federung, aber ist dafür hardcore gewendig und schnell. Oh Gott, was leckt das? Und schnell. Mit 250 nehmen wir hier auf jeden Fall die Sachen. Wir fahren hier ein bisschen aus dran vorbei. So, geht auf jeden Fall mit dem Auto sehr, sehr gut. Jetzt hier vorsichtig, nicht zu schnell. Okay, machbar, Leute. Jetzt gleich kommt das Schlagloch. Rüber! Das wird da jedes Mal so aufkommen, ne? Oh mein Gott! Bitte! Bitte! Na! Verdammt, Leute! Ich schaff das jetzt mit dem, Leute! Komm schon hier, second try! Das ist doch mit dem machbar, das muss doch drin sein. So, sehr schön, sehr schön. 82, 300. Oh Gott, der ist halt so tiefer gelegt, das ist übel schwierig, damit überhaupt zu lenken. Alles gut, die Tür, die gehört so. Die gehört so. Ist hier dazu, seht ihr? Oh Gott! Oh mein Gott, was passiert? Au! Oh, Mann, ey! Leute. Dann nehme ich jetzt hier dieses Drag Monster eben. Sieht auch cool aus und hat auch eine gute Federung und kann vor allem nach hinten überkippen. Oh Gott, aber ob es das Richtige sein wird, Leute. Also 300 km/h ist für das Auto anscheinend gar kein Problem. Hat auch eine stabile Federung, lässt sich noch gut lenken. Mal gucken. Ja, alles gut, gehört zur Show, alles gut. Oh mein Gott, nur der Motor, der ein bisschen Probleme macht, aber könnten wir schaffen, könnten wir schaffen. So, schön Speed, ja. Oh Gott. Oh Gott, die Speedbumps ganz vergessen. Ah, 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 ah. Oh Gott, nein. Können wir noch schaffen, können wir noch schaffen. Speed, 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 Speed. Wir sind aber 200 km/h. Und, nein, wo fährt der hin? Wo fährt der denn hin, sag mal? Mann. Full Speed, Leute. Nochmal bitte jetzt schon. Komm schon, komm schon, komm schon. Komm. Nein, oh Gott. Alles gut. Alles gut, okay, ich habe dem Auto noch eine zweite Chance gegeben, Leute, da er es schaffen wird und Sprung! Ja,
Weiter, weiter, weiter. Ja, das sieht ganz, ganz gut aus. Und damit haben wir ja auch Parcours Nummer 2. Oh Gott. Okay, das gehört nicht zur Show. Aber kein Problem, wir kommen ja easy wieder raufgefahren. Parcours Nummer 2 einmal mal bis zum Ende geschafft. Wir sind über die Lava rübergekommen, Gott sei Dank. Und ich probiere es jetzt mit diesem Auto auch direkt nochmal bei Parcours Nummer 3, Schwierigkeitsstufe 3. Ich glaube, da unten seht ihr die Lava, ne? Ich glaube, er könnte es schaffen. Mal gucken, komm schon. Oh Gott. Oh Gott, Leute. Der ist so hardcore schnell. Schafft er es über die Lava rüber? Das wird so ein geisteskranker Sprung. Jetzt 350 km/h und Sprung! Yeah, Baby! Guckt euch an, wie er hier einfach rüberfliegt. Leute, er fliegt sogar viel zu hoch, ne? Guckt euch das an, wie krass ich da rüberfliege. Alter, das schafft er ja ganz, ganz locker. Jetzt geht's um die Landung. Egal, Landung zählt nicht, Leute. Wir haben es rüber geschafft über die Lava, bitte. Oh. Oh mein Gott. Das Auto ist komplett Schrott, aber es zählt, Leute. Wir sind über die Lava rübergekommen. Wenn es euch gefallen hat und ihr bis hierhin geguckt, lasst unbedingt ein Like und ein Abo da. Wenn ihr mehr wollt, das sind mehr BMG-Spiele, vielleicht noch mit Boxen zusammen oder wie auch immer. Schreibt mir auch noch was Nettes in die Kommentare. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns im nächsten Video. Checkt mir von diesen beiden Videos aus. Guckt sie bis zu ändern. Es lohnt sich, ich mache jeden Tag Videos. Bis dann und ciao, ciao.